Er macht jetzt einen Flattermann hier. Ich sitze erstmal auf meinem Plauschi und metze. Was macht der da? Woohoo! Ah, das habe ich vorhin auch gemacht. Dass ich den alleine gemacht habe. Kommst du hoch, damit ich dich wieder runterschubsen kann? Nee, nicht runterschubsen. Warum wieder. Nicht? Das ist jetzt wirklich nicht so. Ja, wieso gehst du denn jetzt wieder runter? Der soll doch hier runterkommen. Aber. Was machst du denn? Aber ich will spielen. Ich will aber nicht da unten spielen. Aber er lädt sich auf. Warte, ich spiele nochmal mit ihm. God damn it. Der in dem scheiß Schnee, Junge. Ah, Monster Hunter ist so toll. Jetzt ist er sauer. Ja, tolle Wurst. Ich geh wieder hoch, Sia. Ach, jetzt geht der Herr wieder hoch. Jetzt bin ich da. Boah, das mit den Nullbären, das scheint ihr sehr wichtig zu sein. Oh, da ist er! Da ist er! Er ist bei 17. Er ist bei 17. Ich hab ihn schon gesehen, aber ich bin noch nicht hingegangen. Hast du ihn schon rot leuchten sehen? Da hinten lang tapsen sehen. Jetzt muss ich den Weg da erstmal hinfinden. Vorhin hat mich die Katzin ja dahin gebracht. Soll ich schon mal anfangen? Nein! Aber... Er tötet dich. Meinst du? Ja, der hat so Rajang-Vibes, weißt du? Och nö. Rajang hat mich so traurig gemacht. Also er hat nicht Rajang-Vibes, aber er hat Rajang-Kraft. Ich weiß gar nicht, wogegen der schwach ist. Ich hoffe gegen Eis. Aber er ist im Eisgebiet. Ja, ich hab mich auch gerade noch die Eiswaffe. So, Höllenzinoge klingt ja nach Feuer. Ich glaube, der ist Drache. Oh, jetzt habe ich ihn entdeckt. Gegen Drache ist Drache gut. Ist auch so. Nicht nur im Pokémon, auch hier. Nicht nur im Pokémon. So, hallo, Kleiner. Hallo. Hab mir noch einen Kraftzapfen gegönnt. Oh, fuck, ich muss noch ein Heißgetränk gönnen. Moment. Ich glaube, mein Kraftzapfen ist schon ausgelaufen. So lange gewartet habe. Ich habe kein Heißgetränk dabei. GG, let's go. Oh mein Gott, Schatz, please. Woo! Glycerinus. Oh nein, wollte ich! Höllenzinoge, Drachenlocken. Jawohl. What? Er hat was gedroppt? Was? Und wo? Oh wo? Und wo, hab ich gesagt. Nicht oh wo. Ich will's haben. Ah nein, da wollte ich nicht hin. Nein. Mehr Munition. Ach fuck, ich muss die Käfer von ihm fangen, die sind bestimmt anders. Oh shit. Egal, jetzt ist es zu spät. Ja. Ich hab das so rot schimmern sehen, deswegen dachte ich so, oh, das sind bestimmt andere Käfer. Oh, oh, da hab ich einen Schwanz ins Gesicht gekriegt, da. Ja. Angenehm. Huch, oh, hier ist so. Ja, hier sind überall so Luftdinger. Ist das noch nicht gemerkt? Moment, ich muss da mal den Schlüssel aufgeben. Stechkapsel. Die sind voll geil, damit kann ich gut mounten. Ja, Dracophag-Käfer hat der. Hast du schon gemountet? Oh. Nein. Ich mounte. Ich hab dich mal hochgehauen. Ja, ich hab das Gewehr. Also, hast du gehört, der hat Dracophag-Käfer? Ja, cool. Ach, der fällt jetzt um, ne? Warte mal. Netz, Netz, Netz. Jetzt. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Oder auch nicht. Da. Oh, du hast es nicht geschafft. Oh mein Gott. Ah, doch, Hilf. Ich bin noch drauf, aber es... Ja, mach fertig. Moment. Jetzt. Wo ist mein Netz? Nein! Falscher Knopf! Ah, Dracophag-Käfer. Okay. Oh nein! Einen hab ich. Einen hab ich. Mist, ich hab zu lange gebraucht. Gott, der rastet ja aus. Ah! Mr. Zinnok, haben Sie vielleicht ein heißes Getränk dabei? Ich hab
dabei, aber ist mir jetzt gerade ein bisschen zu. Kopf ist verwundet. Heiß. Das ist dir zu heiß, mir das zu geben. Heiß Getränk. Heiß. Oh, hat schon lange gedauert jetzt bei dir. Oh, fies. Oh nein, das wollte ich nicht. Ah. Was, deine Blitze sind anders. Die bleiben so stehen und machen dann Brutz. Ja, die sind ein bisschen beunruhigend. Aua. Shit. Nicht sterben. Ja, Brutz ist genau das Geräusch, was sie machen. Sterben? Nullbären suchen? Das ist das Problem, weil ich mich jetzt an das Rad gewöhnt habe, aber die Nullbären habe ich da nicht drauf. Das Fangnetz auch nicht. Ich habe das Rad immer noch nicht benutzt. Ich benutze das jetzt immer, aber... Oh. Deine Chance, los. Ah. Yes. Schnellzinnober Drachenlocken hab ich jetzt auch. Ja, das hab ich auch. Das droppt er manchmal auch. Habe ich einen Käfer und eine Locke. Echt, wieso hast du das nicht eingesammelt? Wie oft kannst du den denn dotzen? Hä? Du bist doch. Das ist doch nicht normal. Timing ist alles. Ja, sowas kenne ich nicht. Jetzt kann ich ihn nicht mehr dotzen. Jetzt haut er ab. Tschüss. Ey, da lag ein Drakofarkkäfer. Nice. So. Wie oft kannst du den denn dotzen? Ja, du dotzt den und dotzt den. Das sind kein Ende. Da liegen Nullbeeren. Ach nee, ich brauche aber. Gibt's ja auch heiße Pilze? Egal, ich hau mir Steaks soll rein. Soll ich dir ein Heißgetränk geben? Kannst du machen. Wo bist du denn? Hier, ich bin schon da, wo er langgegangen ist. Moment. wie macht man das nochmal? Du zitterst das so? Objektbeutel. Geben. Ich hab nichts an. Hier, du kriegst zwei Stück. Ich hab keinen Platz. Seriously. So, ab jetzt. Aufsteigen. Nein, das Dämonmittel, nicht das Trinken. Oh Gott. Unglaublich. Hä, wo sind die? Hast du sie jetzt nicht gekriegt, weil du voll warst? Ich hab sie nicht. Egal. Oh mein Gott. Ohne weiter. Ich dachte, ich hätte die Ration ausgetauscht. Jetzt ist nicht mehr kalt hier. Passt schon. Ach stimmt, hier ist ja gar nicht mehr kalt. Au. Ah, das war... Aha, das tat weh. Mhm. Nein, nicht mit deinem Schwänzchen wedeln. Nein. Böses Hundi. Aber dann freut er sich doch. Nee. Er hat mich noch nicht gesehen, seine Musik hat noch nicht angefangen bei mir. Als ob ich jetzt nicht runtergeschmissen werde. Er dreht sich wie so ein Blöd und ich werde nicht runtergeschmissen. So, vordere Seite, vorne links, vorne rechts und Kopf sind verwundet. Schwanz ist auch verwundet. Oh, er kreiselt. Also bis jetzt ist der noch nicht mal ansatzweise so schlimm wie nee. Hier. Aber das ist, glaube ich, weil wir auf Zinogre besser klarkommen. Das ist möglich. Auch mehr Zinogres in meinem Leben bekämpft als Rajans. Und ich habe noch ein Leckerchen. Warte mal.
Mein Gott. Der Schwanz nicht abgehen will. Ich hau da aber auch nicht viel mit drauf, muss ich sagen. So, er macht den Britzelwalk. Oh ja, 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 genau, den. Den Evil Walk. Guck euch böse an, Walk. Oh. Ein Fortschritt. Oh, latente Kraft wurde aktiviert. What? Lebensrettermantel! Oh, was ist das? Big oh, oh. Bums. Gut, dass ich den Mantel anhab. Oh, das ist... Oh! Oh, oh was? Was hat der getan? Alter! Okay, der war cool, der Move. Der ist das ganze Map geflogen. Alter. Doggo, not amused. Jetzt mag ich dich, Doggo. Du bist der bessere Doggo. Du hast gewonnen. Ich wollte jetzt sagen, der muss ja irgendeinen Move haben, den der andere nicht hat. Und dann kam er. Oh, oh. Aua. Aua. Oh Gott, Hilfe. Oh. Bist du wirklich nicht so aggressiv, dein Doggo? Ich stelle ihm immer die Fässer direkt vor die Schnauze und er beißt rein. Oh, ich bin gedracht. Fuck. Ich habe erst zweimal eine Nullbeere genommen. Blau. Ich habe erst einmal eine genommen, aber... Oh, oh. Mal mauen. Nein. Nein, nicht weggehen. Halt. Oh, Gott, der Mann. Hm. Hat er was fallen gelassen? Nee. Fortschritt. Ich bin fast komplett mitgegangen. Ah, er kommt zurück! Ah! Was macht er? Ah! Zu mir mal, glaube ich. Oh nein. Nein, 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 ich will nicht im Gang kämpfen. Nein, 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 nein. Ah! Gleich kommt der Dash wieder, pass auf. Ich glaube, das ist... Nee, doch nicht. Okay. Ich bin hier falsch gelaufen. Wo ist das andere Gebiet? Ich will hier nicht im Gang kämpfen. Komm mal hier runter. Das hat meine latente Kraft natürlich. Voll viel Kraft. Mounte. Oh. Ah, die Drums sind wieder da. Die Mount Drums. Ich will nochmal Käfer sammeln. Schön am Flauschefell festhalten. Soll ich Schwanz oder Rücken machen? Was sagst du? Schwanz. Ja, ist umgefallen. Oh. Wie sie sich doch Käfer snackt, du Gierlappen, ey. Deswegen ist der Schwanz noch nicht ab. Ich meine. Genau deswegen. Man hat halt nicht so oft Gelegenheit. Und vielleicht braucht man Käfer. Ja, dann macht man den halt zweimal, ey. Wo bin ich? Ich habe sowieso zum Teil Zinnokerüstung. Vielleicht will ich das ja mit der Zinnokerüstung kombinieren, oder? Hä? Schwanz ab. Ah, wow, meine harte Arbeit und der kassiert mir den Last Hit. Unglaublich. Hallo? Ich hab den ja wohl oft genug gegen die Wand gedotzt, damit wir den so damagen können. Das stimmt, das ja, stimmt. Also. Wieso stehe ich falsch rum? Weil sie ihre harte Arbeit. Sie macht den nicht ab. Sie haut die Monster nie gegen die Wände. Ja, du das immer machst, dann muss ich ja nicht. Wenn ich alleine mache, dann mache ich das so einmal im Kampf. Einmal und dann hast du schon wieder vergessen. Ja. Hab auch vorhin, als ich den Demonio gemacht habe, so, oh wait, ich habe ja diese Kralle. Die macht ja auch Dinge. Bestes Item im Iceborne Add-on, ey. Ich finde die nervig. Weil ich, weil ich immer zweimal dran hüpfen muss, um zu schwächen. Dann bin ich immer zu faul und dann... Ölzinoga Peitsche. Ach, natürlich, du bist jetzt erstmal. Ja, klar. Ach, du hast dich gemountet. Welche Frage? Au! Oh, das hat wehgetan. Ja, ich bin gedracht. Ach, ich bin auch gedracht. Deswegen tut das auch so weh. Er humpelt, oder? Nee, doch nicht.
Nee, er macht den. Guck mal, ich bin bedrohlich, gell? Ja, guck mal, ich bin bedrohlich. Oh mein Gott. Wieso werde ich denn nicht abgeworfen? Das ist so weird. Latente Kraft wurde aktiviert, aber ich traue mich gerade nicht. Da werde ich abgeworfen, weißt du, aber wenn er sich 50.000 Mal dreht und schüttelt, werde ich nicht abgeworfen. Ach, schon wieder nicht abgeworfen. Er macht ein Salto, weißt du? Aber wehe, er zuckt mit dem linken Bein. Gosh. Oh, also voll in den Blitz geholt. Meine Fantasy AOEs, die zurückkommen. Scheiße. Kann er mal nicht hin und her rennen? Ich bin schon wieder getracht. Wie ist denn das passiert? Ich find's gut, dass wir getracht als Adjektiv etablieren. Ich mein, kann mir ein Verb getracht sein. Kopf kaputt. Och, ich wollte. Irgendwas kaputt gemacht. Was denn? Ich wollte ihn schubsen. Das sehe ich bis beschwert, wenn ich ihn umgeschmissen habe. Ja, ich wollte ihn. Das hätte mehr Damage gemacht, wenn ich ihn gegen die Wand gehauen hätte. Kannst du ihn immer noch gegen die Wand hauen? Jetzt haut er ab. Kannst du ihn auf der nächsten Map gegen die Wand hauen? Aber er ist fangbar. Ist er das? Glaub schon. Der ist. Nee, der würde dann so keuchfleuchen. Keuchfleuchen. Ja, der Tinoco klingt immer voll traurig, wenn der. Kumpelst oder so. Ja. Schlangen. So wie der Odogaron. Oh, das war voll vorbei. Siehst du? Das war doch jetzt auch schön. Nicht so schön wie da oben. Ich hab hier graue Zahlen. Ich hab blaue Zahlen. Fangbar. Wieso wird dir das denn instant angezeigt? Wo ist die Falle? Oh, reingehauen! Er hat da voll reingewämst mit seiner Hand. So, BAM! Ich hab die Falle nicht gesehen. So, hä, wo war die jetzt? Hier entlang. Oh. Ist das Schiff? So ein untergegangenes da? Ungewöhnlicher Fund, hä? Was ist denn hier los? Hallo Ludwig. Hallo Ludwig. Wow. Ich seh's mir an. Wird denn da hingekackt? Es sind Häutungen eines Xenogivas. Hey! Ich bin noch nicht so weit. Das hat keiner gesagt, das hab ich jetzt. Ach so. Der vermutet, dass das Haut ist. Hat bei mir gesagt, wie abgestreifte Haut. Nein. Hülle. Es hat sich entkokoiniert. Bibi ist erwachsen. Bibi ist groß geworden. Oh, Big Boy. Jetzt leuchtet er aber nicht mehr so schön blau. Oh. Oh. Wie so eine Schlangenhaut. Xenogiva. Er hat sich hier unzählige Male gehäutet. Unzählige Male? Uff. Bedeutet das? Wie ich vermutet habe. Da braut sich was zusammen. Wir müssen Rat halten. Gehen wir. Und ich bin immer noch nackt. Los!
Als ob der uns nicht bemerkt hat. Der chillt da nur. Oh, ich hab eine Hülle. Ein Himmelsjuwel, meine ich. Von dem Zinogre. Natürlich hast du das. Selbstverständlich. Aber das Sound kurz zurück. Was? Natürlich habe ich ein Himmelsjuwel. Ja, selbstverständlich. Easy Game. Hm. Der Saya-Sensor, was ist das? Meister Rang 64. Sarkasm auf. Was schläft er? Bist du rot? Wieso haben die immer Augen, die so zusammenziehen? Weil das so Reptilienaugen sind. Aber sehen wir mal das Positive. Er hat endlich Augen. Das hat er wohl. Als Xenogiva hat er ja kaum Augen gehabt. Er hat nur diese Punkte auf dem Kopf. Oh, das ist irgendwie so beunruhigend hier. Weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Gegessen hast du? Ja. Hier gibt's Steine direkt. Zack. Stein. An alle. Okay, ready? Minus. Wait, wo sind die Steine? Rechts von dir. Ah, da. Oh, mein Leben ist gar nicht voll. Moment. Ein neues mitnehmen. Opfeln. Ich flieg schon mal. Nehme einen Flug, Drachen. Bin gleich so weit. Seid wachsam da draußen. Was ist passiert? Ich dachte, das ist eine Aufklärungsquest. Haben sie gesagt. Die haben gesagt, wir sollen erstmal die Lage checken. Ja, ich check die Lage neben dem Monster. Ja, hi. Oh, die Musik. Wow. Irgendwas mit der Klammerklaue soll man machen. Oh, die Musik. Guck mich nicht an, ich hab Angst. Okay, man kann nicht an sein Gesicht, wenn er pustet. Ah! Wie lange pustet der denn? Okay. Ich bin beunruhigt. Zurückschrecken lassen. Ja gut, okay. Ah, kannst du mal aufhören? Du machst das ja nur. Bring my laser. Okay, man kann ihn nicht schubsen und gegen Wände hauen. Das wird ein Problem. Alter, Alter! Bruder. Oh mein Gott! Alter! Au! Der hat auf einmal nach da drüben geguckt. Ja. Was ist denn? Auf einmal hat er mir vor die Füße gelasert. Kann sich der kann auf einmal so umdrehen. Der kann nur noch lasern, ey. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh lol, der kann mit seinen Hinterpfoten treten. Ja, der schabt da manchmal so. Oh Gott. Nein, nicht nach hier drin. Aber er hat immer noch die Xenogiva-Vibes, so von der Bewegung. Ja, ja. Das ist cool. Nicht scharf. Instabiler Boden. Zurückschrecken okay. Lassen. Aber wie lassen wir ihn denn zurückschrecken? Mit Steinen. Frau, sag das so einfach. Oh. Das kann er auch noch? Okay. Oh, er wird seinen Kopf einfach so liegen. Also, nee, also schlagen im Gesicht kann ich ihm nicht. Ich habe den Kopf auf jeden Fall geschwächt mehrmals. Ich glaube, du musst nur einmal. Ich weiß, aber trotzdem habe ich schon mehrmals getan. Ich habe seine beiden Klauen gemacht. Ich muss da nur einmal drum bewegen. Ah! Lass er jetzt da an dem Boden fällt. Nein, geht er weg. Oh, warte mal. Vielleicht muss ich ihn gar nicht schubsen. Warte mal. Ja, wie schubsen? Wieso willst du ihn denn schubsen? Ja, warte. Er soll ja auf den brüchigen Boden kommen, will er. Ja, du hast ihn da weggelockt. Ich hab gar nichts gemacht. Der ist da weggegangen. Kriegst du Munition aus dem raus, wenn du dich an den ranhuckst? Ich weiß nicht. Ich brauch bessere Munition als Steine. Kam da was raus, als ich dran war? Dann weiß ich nicht. Ich hab nicht drauf geachtet, der kommt hier nicht hin. Hey, Scorpion.
Ajo. Ne. Gar nicht. Ist natürlich belastend. Oh, er ist zurückgeschreckt, aber er war nicht auf dem Dings. Oh, wie hast du das gemacht? Einfach gehauen oder was? Aber, ja klar. Die Peripherie sieht instabil aus. Lol. Immer diese Peripherie. Ja. Also müssen wir auf seine Beine gehen, oder wann? Ja, wir waren einfach geschwächt und draufgehauen. Ich stehe mitten im Laser. Dreht er sich. Alter, ich pall ab. What the fuck? Weiße Schärfe, ich pall ab. Easy Game. Oh. Oh. War das ein Zurückschrecken? Oh, ich seh nix. Oh Gott. Ja, sein Laser ist ziemlich hell so. Voll ins Gesicht gelasert. Natürlich. Oh. Houston? Laser. Das ist nicht mehr geschwächt. Warte mal, der hat jetzt Augen, ne? Yes. Oh. Treff ihn nicht, er wabbelt zu viel. Auf zu viel zu wabbeln. Wie mache ich dem nicht besonders viel Schaden? Dabei ist der Kopf geschwächt. Ja, aber die Zahlen sind nicht so schön groß. Oh! Ist rausgejumpert! Ich würde da weggehen. Oh. Er hält seine Wunden! What? The fuck! Ich hab ihm eine neue gegeben. Es scheint, als ob bestimmte Waffen bei bestimmten Teilen wirksam wären. Das heißt, du bist vielleicht nicht am Kopf effektiv, du bist woanders effektiv. Ich glaube, an der Hand habe ich gerade schon mehr Schaden gemacht als am Kopf. Ich bin am Kopf effektiv. Oder am Schwanz, weiß ich nicht. Oh, an den Hinterpfoten bin ich ja ganz schlecht. Hä, aber da war ich doch vorhin besser. So, warte mal, Kopf sind so viel Damage. Wie viel macht Schwanz? Nein, lass mich. Oh, lass mich doch mal schwächen. Ach, dieses... Einfach umdrehen und lasern. Oh, ich glaube, ich bin am Schwanz effektiv. Oh. Ungeschwächt, irgendwie fast 100 Damage gemacht. Aber Schwanz ist unangenehm zu kämpfen, weil die sich immer wegdrehen. Und dann macht er den Schwanzstopper, wenn er merkt, dass da einer dran ist. Ja, genau den. Oh. Ich bin jetzt echt da runtergeschmissen, du. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Kannst du einmal stillhalten? Och. Schwanz ist scheiße. Oh. Aua, aua, aua. Nee, Donny, nee, ich bin am Kopf. Bin hier im Schwanz. Er hat wahrscheinlich irgendwie einen Crit gesetzt, dass das aussah, als ob das mehr wäre. Oh! Nice. Haut ab. Was passiert? See ya! Oh! Oh! Hinterher! An alle, ruft die Flugdrachen! Steigt er auf der Suche nach Energie weiter hinab? Moment, erstmal wetzen. Bevor wir hier irgendwas machen. Metzen, schmetzen, ich bin schon da.
Energie? Nee. Ha, wir können die Feldspitzen als Deckung benutzen. Ja, die sind geil. Nämlich aus seiner Haut. Und da kann er nicht durchlasern. So. Lol. Haha. Und Plate. Aber dann können wir ihn nicht schlagen, Mount. Wenn wir hinter den Felsen stehen. Oh, den kann man mounten ziehen. Und Jiva konnte man nicht mounten. Boah, wie, man kann ihn mounten? Ich habe gar nicht mehr probiert, weil ich gedacht habe, das gibt es eh nicht. Man kann ihn mounten. Fuck. Da. Dann kann ich ihn schwächen. Der ist aber auch kleiner als Zeno. Er ist hinter einem unserer Kameraden her. Fenchel wurde zum Ziel? Was? Er hat sich gefokust. Wie cool ist er denn? Fenchel wurde zum Ziel. Fenchel wurde zum Ziel. Er fokust sich. Bin ich jetzt immer noch das Ziel? Ja, ja, ja. Oh, oh. Ich sollte da nicht sehen. Oh, okay. Das war cool. Wurde zum Ziel. Er fokust einfach. Endgeil. Ich sollte hier weggehen. Aua. Ich brauch Munition. Kann der aufhören, mich zu fokussen? Nö, das ist ganz gut. Dann kann ich hier Munition suchen. Ich geh mal hinter einen Stein. Der hat ein paar Behemoth-Mechaniken. Ach, Behemoth macht das auch. Ah ja, ich sehe hier. Ich habe hier auch so eine rote Linie. Lol. Der hat auch Behemoth-Musik, ey. Das ist auch wieder so Final Fantasy-Musik hier. Ich habe hier echt so einen Akkustrahl an mir. Ich bin kein Tank! Das ist mich! Doch, bist du. Nein! You're the Tank. Bin ich fürs Tank-Leben geschaffen. Fenchel hat die Aufmerksamkeit des Monsters. Kann ich mal aufhören, die Aufmerksamkeit zu haben? I don't like it. Du bist der Tank. Nephias wurde zum Ziel. Nein! Ich fliege. Er frisst mich. Oh nein! Was soll ich denn da jetzt machen? Er hat mich im Mund und lasert dabei. Alter! Ich bin tot. Kannst du... Was war das? Da, fuck. Was war das? Was ist hier gerade passiert? Er hat mich innerhalb seines Lasers auf den Boden gespuckt. Ich meine, das war geil. Aber was war das? Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. Gott, alles explodiert. Man kann den Move überleben, ja. Ich bin wieder da. Das ist eine nette Begrüßung, danke, Boy. Aua, ich bräne. Ich bin zum Ziel geworden, ich laufe. Setzen. Dieser rote Strahl macht mich nervös. Ja, ne? Ah! Schlimm! Ich hab doch keine Ausdauer. Ja, mit seinem roten Auge, das leuchtet auch so. Und deswegen hast du diesen roten Strahl. Holy shit. Oh nö, ich wollte. Nein, nicht fressen. Ist okay bei dir, oder? Ist da und Happerino. Brauchst du noch einen Pulver? Nee, alles okay gerade. Es ärgert ihn übrigens sehr, wenn man sich in sein Gesicht hängt und ihn zurückschrecken lässt, dann bist du instant Target von ihm. Das heißt, ich bin immer Target. Nice. Was ist dein Roten? Aber er ist cool. Weiß nicht. Doch, ich mag ihn. Bin besorgt. Ah! Zumindest ist er nicht so eklig wie der andere. Komische Fingerdrache. Was wird das? Wir sollten rennen. Hinter die Feldspitzen. Wo bin ich? Oh, ich werde sterben. Ich bin viel zu weit weg. See ya! Tschüss, Louis. War schön mit dir. Oh Gott! Atom. Boah, der Sound! Endgeil!
Alter, man kann den sonst nicht überleben, den Angriff. Wir haben gewonnen. Okay. Ich habe Final Fantasy Flashbacks. Oh. Oh, ist der cool. Das war's. Er macht einfach eine Atombombe aus seinem Laser. Gut, dass man so viel Zeit hat. Wahrscheinlich jetzt noch, später nicht mehr. Und ich sitze hier nur so. Aber selbst wenn du den Lebensrettermantel anhast, nicht? Unter anderem mit dem Sprung-Emote im richtigen Moment. Oh, das wäre episch. Das wäre episch. Ja, das ging doch bei Behemoth auch. Ja. Wahrscheinlich dann mit Lebensrettermantel auch. Das ist Ausweichjuwel. Ich mag den, der hat gute Musik. Und wenn der seinen Ultra-Angriff macht, der Sound ist kurz weg, so richtig so.